Wir beginnen das Ganze mal hier bei den Ropes. Wir legen uns hin. Zirkeltraining, funktionales Training. Viele Geräte für diese Trainingsart gibt es sonst nur im Fitnessstudio. Trainer Boris Schier kann mit seinem Kurs dank der sogenannten City-Sportbox heute aber draußen trainieren lassen. Erfunden hat die Box Leon van Dijk mit zwei Partnern. Das ganze System funktioniert per App. Der App funktioniert auch auf jeder Box. Das heißt, man kann bei jeder Sportbox, die installiert wird, über eine App sich eine Trainingseinheit buchen und da dann halt trainieren für die Zeit, die man gebucht hat. Eine Stunde kostet ohne Vertragsbindung rund 3 Euro. Das Monatsabo gibt's für knapp 13. Sportbegeisterte brauchen nicht unbedingt einen Trainer. In der App gibt es Anleitungen. Die Idee hinter der Sportbox: Sportler können sich die Geräte teilen. Nicht jeder muss alles selbst kaufen. Die Rückmeldungen von den Leuten, die es genutzt haben, sind so positiv, dass wir sagen, wir müssen das auf jeden Fall durchsetzen. Und ja, etwas zu schaffen für die Kommune, was einen gewissen Nachhaltigkeitsfaktor hat, weil wir teilen uns die Produkte, wir kaufen nicht alle selber eine. Das ist natürlich genial. Bisher gibt es zwei solcher Prototypen. Einer davon steht in Marburg. 14 Monate Entwicklungszeit stecken in der Box. Bei den Sportlern kommt die Idee gut an. Gute Nummer, das heißt, man ist ja sehr flexibel, man kann zu jeder Zeit Sport machen und ist auf keine Kurse mehr im Fitnessstudio angewiesen. Bisschen was anderes als Fitnessstudio, eine Alternative auf jeden Fall. Vor allem im Sommer ist es halt richtig cool, draußen Sport zu machen, genau, unter freiem Himmel, und man kann halt auch so viele Freunde mitnehmen, wie man will. Finde ich sehr sinnvoll und vor allen Dingen für Leute wie in der Universitätsstadt Marburg, Studenten, die hier zum Sport kommen, die können auf Gerätschaften zurückgreifen und müssen das nicht mehr durch die Gegend tragen. Und also ich finde das eine tolle Sache. Angst, dass zukünftig niemand mehr ins Fitnessstudio kommt, hat Trainer Boris Schirk aber nicht. Ich sehe es als Abwechslung, weil viele Leute ja das Prinzip des Fitnessstudios, ich bin in der Halle und trainiere dort, das ist eben das, was anderes wiederbringen kann, neue Reize setzen kann und auch vor allen Dingen neu motivieren kann. Der nächste öffentliche Trainingstermin ist am 15. September. Danach wollen Leon und seine Mitstreiter mit den gesammelten Daten auf Investorensuche gehen, um ihre Sportbox in ganz Deutschland anbieten zu können.